Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Malta Report. Hier, wir gehen jetzt mal kurz hinter zum Forschungszentrum und kaufen uns dann noch ein paar Chips, damit wir diese niedliche kleine Brücke auch noch heute bauen können. Und ich wollte bei Mars meinen ganzen Krempel loswerden, weil ich ja hier noch die ganzen Chips habe. Immer alles weg damit. Mein Ack hat die alle. So. Bücher kann ich nicht bei Ihnen verkaufen. Kann ich bei dir die Bücher verkaufen? Nein. Ich bin nebenan. Die Bücher verkaufen? Nein. Okay. Ja, keiner will mir Bücher abkaufen. Schöne Scheiße. So, einmal ins Forschungszentrum. Oh Gott, Ursula rennt da rum wie so eine Geisteskranke. So, hier, da kann man auch noch welche. Und ich habe gelernt, Forschungsnotizen braucht man wohl. Hier kaufen wir mal 16 Stück. Und viel zu viele Datendisks. Und so sind die mal weg. Wir hatten auch gerade 666 als Datenchips. Und dann dachte ich mir so, okay, die müssen irgendwie, glaube ich, mal weg. So. Dann fahren wir mit unserem TÜV-TÜV hier unten. Meine scheiß KI-Chips, die ich brauche. So. Dann einmal nach hier oben. Farbenstation. Ach so, ich habe nicht gar nicht genügend Chips. Schön. So, dann gehen wir noch da vorne und fahren gleich mit den Heini irgendwo hin. Eine Bootsfahrt. Sternlichtinsel. Ja, komm, gehen wir mal dahin. Auf! In neue Gewässer. Voll süß, wie wir so überschippern. Hey, da bist du ja. Da kommen einfach die drei, nicht wahr? Endlich ein Ort, wo sich Kieferhähne wie zu Hause sind. Schau mal, sie sind wie Fische im Wasser oder wie Vögel in der Luft. Moment mal, Vögel können fliegen. Was ist, wenn sie von der Insel fliegen? Warum sollten sie das tun? Einige von ihnen würden vielleicht lieber dorthin zurückkehren, wo sie waren. Nice. Aber wir haben die Küken größtenteils gerettet. Sie schaffen es bestimmt nicht übers Wasser. Oh, hier auch nochmal. Hier vielleicht. Okay, du bist Handwerker. Du kannst etwas für sie bauen. Nun, was wirkt anziehend auf Kieferhähne etwas wie ein Zaum hält? Ja, natürlich. Musikberuchte, lebhaft Biester. Ich werde eine genaue Forschung anstellen. Okay, ja. Okay, wir sollen hier praktisch einen Lautsprecher hinbauen. Nämlich hier sind Korallen, die nehme ich natürlich mit. Weiß ja nie, wann man die braucht. Wo geht's hier wieder heim? Bin verloren auf dieser Insel. Ah, hier geht's wieder heim. Okay. So, einmal nach Hause bitte wieder. Ja, nach Portia zurückkehren. Sehr schön. Was für eine kleine verschneite Insel es doch ist. Niedlich. Ganz viel Kieferhähne. So, ja, wir machen draußen ein Tourismusgebiet. Boah, wir wildern da geschützte Vögel ein. Und dann machen wir ein Tourismusgebiet, das alles sterben und die Natur ist verrottet ist. Das ist der Plan. Ich glaube, Gale ist ein schlechter Bürgermeister, habe ich so das Gefühl. So. Einmal hier hin. Dann das in Auftrag geben. Einmal das hier mitnehmen. Und dann, wo ist es? Hier die fortgeschrittene Steuereinheit. Ja, die hätte ich gern. So, dann können wir das mal alles wegsortieren. Ja, alles sortieren. Jetzt habe ich ganz viele Forschungsnotizen, muss ich jetzt natürlich reinbringen. Einen Lautsprecher muss ich jetzt noch bauen. So.
Jetzt wirst du eine ganz kluge Maschine. Ja, bestätigen. 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 Mach ich immer so abwechselnd jetzt. Okay, jetzt kostet so ein Ding 5. Einmal. Zweimal. Okay. Alle 16 Stück verbraucht. So. Wenn ihr jetzt irgendwas brauchen, sollte das auch schneller gehen. Also alles okay. Dann müssen wir darauf jetzt warten. Und einen Lautsprecher, kann ich den hier machen? Nein, den muss ich wahrscheinlich da drüben dann auch machen. Habe ich überhaupt einen Lautsprecher? Habe ich einen Lautsprecher? Lautsprecher. Da schon mal nicht. TÜV, feuerwehrbetriebene Lautsprecher. Achso, das Teil meint er. Ah ja, das kann er dann ja einfach bauen, nachdem er das Teil da gebaut hat. Und wann ist es soweit? 32 Minuten. Habe ich mir heute schon einen Auftrag geholt? Ich glaube schon, oder? Vom Arzt, genau. Wo ich eigentlich dachte, der steigt hoch, aber er ist nicht hochgestiegen. ich wollte für Isaac noch den multifunktionalen Tisch bauen. Dass das auch erledigt wäre. Einmal hier rüber. Wo ist das denn? Multifunktionaler T-Tisch. Einfacher Schreibtisch, multifunktionaler T-Tisch. Einmal hier. So, dann gehen wir wieder zurück zum Isaac. Du müsstest ja eigentlich an den Tisch hocken wahrscheinlich. Ja, da ist er. So, ich möchte dich beschenken und zwar zu deinem Geburtstag. Wundervoll, wie der Tisch in ihn auch gebackt ist. Wunderschön. Hat er toll gemacht. So. Dann gehen wir mal nach Hause und schauen, ob dieses Teil da hinten schon steht. Und wir das Teil bauen können und weil den Lautsprecher in Auftrag geben können. Es steht schon fertig. Damit haben wir alles. So, Lautsprecher lassen wir mal bauen. Okay, wir brauchen noch 9 Kupferplatten. Wusste ich. Auch mal Kupfer, mal ganz kurz. Das ist jetzt nämlich eine dumme Geschichte. Ich habe meinen Kettteil da reingestellt. Und ich habe jetzt. Ja, jetzt muss ich da jetzt praktisch mein Kupfer nehmen und dahin gehen. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Nicht das, das brauche ich nicht. Das brauche ich. So. Autoarbeitsstation. Ich bräuchte Kupferplatten. Platten gibt es hier nicht. Hier gibt es Platten. Nein, das sind keine Platten. Das sind Bahnen. Was sind das? Müll ist das. Das ist Wasserstoff. Das sind keine Platten. Hä, irgendwo muss es doch hier Platten geben. Ah, hier. Hinzufügen. Ich bräuchte. Wir waren das 9. Lagerhaus, Materiallagerhaus. Bitteschön. Okay. 51 Minuten, dann ist es schon fertig, okay. Geht ja ganz schnell. Aber wir können jetzt trotzdem das Teil da hinten machen. Fahren wir einmal nach oben. Oh Gott, wir müssen noch richtig weit rennen. Das fand ich so vorhergesehen. Ich dachte, das wäre näher. So, was ist es denn jetzt genau? Ich muss jetzt einmal durch. Dann dauert eigentlich nochmal nach Holzlieferung. Okay, noch 43 Tage fast. Ja, Pilze nehmen wir auch immer mit, weil die uns ja irgendwie mal ausgegangen sind. Was wir gerade kochen wollten.
So. Laufen wir mal nach da oben. Ich hoffe, dass wir da echt bald eine TÜV-TÜV-Haltestelle hinstellen können, ansonsten ist der Weg halt echt weit. Ich möchte in der Folge noch schnell diesen Pfad bauen, einfach nur damit wir ihn gebaut haben. So. Da hat doch schon jemand angefangen hier zu bauen, oder? War das der Higgins? So, den Pfad bauen. So, der Pfad ist gebaut. Eine Szene erscheint. So, damit haben wir jetzt eine Brücke nach da drüben und ich vermute, auf der Map sehen wir jetzt schon die TÜV-TÜV-Haltestelle. Nein, wir müssen jetzt nach da hinten. Was soll ich da machen? Holzsäulen, Verbundholz, oh Gott. Okay, ich würde dann einfach mal sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir wieder zurück und bauen die ganze Scheiße zusammen. Bis dahin, tschüss.